Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute erfährst du, warum es unheimlich wichtig ist, Instagram-Stories zu machen. Und ich fange direkt an mit dem allerersten Punkt. Und zwar, durch Instagram-Stories schaffst du Vertrauen. Stell dir einfach mal vor, du machst jetzt jeden Tag eine Insta-Story. Vielleicht sogar mehrere Stories mit deinem Gesicht. Deine Follower sehen dich jeden Tag. Und die wissen auch schon, wenn sie einfach nur dein rundes Profilbild auf der Startseite von Instagram sehen, wissen sie schon, was sie erwartet, ja, dass sie dich jetzt sehen. Und dadurch schaffst du einfach unfassbares Vertrauen bei deinen Followern. Und deine Follower sind ja deine potenziellen Brautpaare, deine Zielgruppe. Ja. Deswegen ist es unfassbar wichtig, dass du wirklich regelmäßig Stories machst, weil du Vertrauen schaffst. Genau, und wenn du Vertrauen schaffst, ist es einfach wichtig, auch zu wissen, okay, deine Persönlichkeit zeigt dein Vertrauen und nicht dein Logo. Das ist einfach unheimlich wichtig zu wissen, weil ein Logo ist ja nur ein Bild. Das sagt ja nichts über dich als Person aus. Deswegen deine Persönlichkeit ist ja dann das, was Vertrauen schafft. Übrigens ist es auch der Grund, weshalb du nicht dein Logo als Profilbild wählen solltest, sondern ein Bild von dir selbst. Ja. Okay, eine Sache dürft ihr nicht vergessen. Ihr als Hochzeitsplaner, aber auch viele Hochzeitsdienstleister, ihr habt jetzt keine Ware oder irgendein Produkt, was man einfach so in die Kamera hält, sondern ihr müsst einfach eure Dienstleistung an sich zeigen. Die Vorteile eurer Dienstleistung sind unheimlich wichtig. Ich mache mal so Vorteile versus Produkt. Habt ihr einfach nicht, ja? Es ist wichtig, Vorteile, Ergebnisse eurer Leistung zu zeigen, damit einfach auch die Brautpaare, sage ich jetzt mal, auch diesen Mehrwert erkennen, damit die auch sehen, okay, was bekomme ich denn bei dieser Person? So, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist ja auch etwas, das passt ja eigentlich, sage ich jetzt mal ganz gut zusammen, weil wenn Brautpaare deinen Mehrwert erkennen und sehen, was du als Dienstleister, als Planer anbietest, schafft es ja wiederum Vertrauen. Also siehst du auch, wie unheimlich wichtig erstens Stories sind in diesem Fall, aber halt auch deine Leistung zu zeigen. Was auch sehr gut dazu passt zum Thema Mehrwert zeigen, ist natürlich auch das Thema Expertise zeigen. Oh ja, genau. Wenn du viele Stories machst, wenn du regelmäßig Stories machst und die Brautpaare, also potenzielle Kunden sehen, oh, die ist hier unterwegs, die kennt den Dienstleister, die war in der Location, die ist nur unterwegs und sagt zudem auch noch ganz schön schlaue Dinge zur Hochzeitsplanung, dann schafft es nicht nur Vertrauen, sondern das zeigt auch, dass du Expertise hast. Ja? Und das ist wirklich auch wieder ein sehr, sehr großer Mehrwert für deine Brautpaare, aber auch für dich, weil es auch wiederum Vertrauen schafft. Ja. Und wie gesagt, das Brautpaar sieht, boah, die ist viel unterwegs, ist am Machen und Tun und teilt alles. Die scheint gut gebucht zu sein. Ja? Und das zeigt auch unbewusst dem Brautpaar, okay, die hat einen gewissen Wert, ja. Korrekt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wenn das Brautpaar dann an dem Punkt ist und sagt, wir brauchen, glaube ich, Unterstützung bei der Planung, dann bist du an erster Stelle, dann bist du ganz oben, weil du einfach, ja, die Stories gemacht hast, verfügbar warst. Ja. Und da kommen wir auch tatsächlich Verfügbarkeit. Mal zum Thema mentale Verfügbarkeit. Ja, also bei der mentalen Verfügbarkeit geht es um Folgendes. Carina sagt es so schön, sie nennt es ja, soll stalkable sein. Stalkable, ja. Das heißt, man muss einfach immer etwas von dir sehen. Bestes Beispiel sind ja die Story-Highlights. Das heißt, du kannst dort immer wieder, wenn du auf Location-Besichtigung warst, Real-Weddings, alles, was es von dir gibt, deine Leistungen in deinen Story-Highlights speichern. Ja? Und wenn du das speicherst und Brautpaare auf deine Seite kommen, denkst du dir vielleicht, okay, wer guckt sich das denn schon an? Aber nicht die Tatsache, dass sie sich das anschauen, sondern die Tatsache, dass sie sich das anschauen können, dient für die mentale Verfügbarkeit. Das glaube ich bei den Brautpaaren auch wieder so das Thema, ne, Wert einfach aufkommt, dann das Thema Vertrauen. Und dann sieht man einfach, was für ein Zyklus sich das so mit sich bringt, wenn man einfach Stories macht. Ja, und wenn man einfach mental verfügbar ist. Ja. Und ich nenne das immer stalkable sein, weil wenn jetzt ein Brautpaar auf dich aufmerksam wird, weil du vielleicht bei einem anderen Dienstleister verlinkt wurdest, dann kommen sie auf dein Profil, dann musst du stalkable sein. Das heißt, du musst so viel Content online haben, dieses Profil muss einfach ganz klar aktiv sein. Das bedeutet, Stories müssen online sein.
Instagram-Highlights müssen da sein, und zwar viele, dass man wirklich dich stalken kann und vor allem viele Postings, dass man wirklich runterscrollen kann auf deinem Profil. Ja, und man sieht auch wieder, also ich würde sagen, dass ein sehr, sehr guter Stichpunkt ist einfach das Thema Vertrauen, weil auch die mentale Verfügbarkeit sorgt ja dafür, dass man sagt, okay, man hat so ein vertrautes Gefühl, dass das Brautpaar denkt, okay, da ist jemand, da kann ich immer wieder darauf zurückgreifen. Ja. Okay, aber was brauchst du, um all das zu schaffen? Da kommen wir auf jeden Fall zum Thema Mindset, weil vielleicht denkst du dir jetzt, okay, das macht alles Sinn, das ist plausibel, das ist, ne, das verstehe ich alles, aber trotzdem machst du es nicht. Trotzdem machst du nicht regelmäßig und kontinuierlich Stories. Viele fühlen sich jetzt vielleicht dadurch in der Motivation gepusht und sagen, okay, jetzt mache ich Stories. Ja? Heute und morgen kommen Stories und nächste Woche ist schon wieder dein Account tot. Ich sage ja immer, ein Account ohne aktive Story ist wie ein toter Account. So, und jetzt ist die Frage, wieso machst du es nicht? Ja, wieso machst du es nicht? Ganz wichtiges Thema, es hat etwas mit deinem Mindset zu tun, weil viele trauen sich einfach nicht aus ihrer Komfortzone raus. Ja? Mein liebster Satz, der begleitet jeden von unserem im Training, es geht einfach darum, dass du in deiner Komfortzone kein Wachstum hast. Das heißt, du musst außerhalb deiner Komfortzone was machen, du musst Stories machen. Du musst einfach zeigen, welchen Wert du hast, dass du Vertrauen schaffst, dass du Expertise bist, dass du Mehrwert schaffst. Und das alles passiert nur, wenn du dich traust, aus deiner Komfortzone rauszukommen, weil dann kommst du ja so ins Rollen. Dann merkst du ja auch, welchen nicht Gegenwind, sondern dass da einfach was zurückkommt. Und das ist ja auch das, was dir wieder so ein bisschen dein Mindset stärkt, weil du die Erfolge siehst, wow, das passiert, wenn ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Und ich meine, was ist denn das Ergebnis all dieser Sachen? Anfragen, Buchungen, Erfolg, Umsatz, Geld, korrekt. Ja. All das startet mit einem Mindset und endet an sich mit Umsatz. Und ich hoffe, dass wir durch dieses Video auch die Wichtigkeit dahinter dir nochmal deutlich machen konnten, weil das war eigentlich gerade super simpel, aber auf den Punkt hat es gebracht. Und zwar, es fängt oben an mit Mindset und am Ende kommt Umsatz raus. Und das ist das, was du verstehen musst, dass nur Stories, das sind einfach Instagram-Stories, das ist kostenlos. Ja? Ja, genau. Dadurch kannst du Umsatz schaffen. Und da sprechen wir selbst aus langjähriger Erfahrung, dass das Aktivsein auf Social Media am Ende zu Kunden führt. Ja, und wenn du dir jetzt denkst, okay, aber ich bin ja noch unsicher, aber ich traue mich ja noch nicht, wie schaffe ich das? Dann kann ich dir einfach nur sagen, melde dich bei uns. Ja, weil genau bei uns im Training geht es darum, wie du mit einem gestärkten Mindset einfach viel Umsatz machen kannst. Und wenn du das möchtest, dann melde dich gerne bei uns für ein kostenfreies Beratungsgespräch, damit wir auch mal die einzelnen Faktoren bei dir uns anschauen können und wirklich schauen können wir dir weiterhelfen und wie können wir dir weiterhelfen. Den Link findest du unter diesem Video in der Infobeschreibung. Einfach melden, kostenfrei, unverbindlich. Und dann freuen wir uns, dich hoffentlich bald in einem Beratungsgespräch zu sehen. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Mein Name ist Jessie, ich bin Hochzeitsplanerin bei der Silver Weddings und komme aus Heilbronn. Ich habe davor schon eine Fortbildung gemacht tatsächlich, habe über die IHK Hochzeitsplaner den Abschluss mitgemacht und dann ist so ein halbes Jahr vergangen und irgendwie hat mich die Motivation nicht gepackt, nach außen zu gehen und wirklich zu zeigen, ich bin Hochzeitsplanerin, ich mache das, weil es meine Leidenschaft ist und ich biete die Dienstleistung auch an. Also ich habe mich irgendwo alleingelassen gefühlt. Ich wusste nicht so wirklich, wie fange ich an, wie gehe ich das ganze Thema an. Hatte mal provisorisch ein Logo erstellt und dann irgendwann Instagram, aber es lief halt gar nichts. Also weder habe ich was gepostet, noch irgendwelche Anfragen bekommen. Und dann habe ich vor fast ein Jahr dann Melanie angerufen und dann bin ich zu WPX gekommen. Tatsächlich war für mich das erste, willst du jetzt nochmal Geld investieren, obwohl du schon Geld investiert hast und nichts dabei rauskam? Wie selbstdiszipliniert bin ich tatsächlich, dass ich so ein online, rein basiertes Online-Seminar dann auch wirklich durchführe? Also es waren schon ein paar Ängste da, aber ich bin den Mädels auch schon vorher über Podcast gefolgt, Facebook, also Instagram natürlich und YouTube. Und irgendwie waren die einem dann schon so bekannt und dann war die Angst eigentlich gar nicht so groß, dann auch mit denen zusammenzuarbeiten. Tatsächlich der Austausch, also
Das Gute ist, die Videos sind immer verfügbar. Es war kein live-basiertes Coaching und ich habe Notizen gemacht, die ich mir nie wieder anschaue. Wenn ich was habe, was mich gerade beschäftigt, wie ich zum Beispiel, wie erstelle ich einen Budgetplan, dann schaue ich mir das Video dazu an und dann bin ich drin im Thema. Was auch mega ist, ist halt wirklich, wenn ich ein Problem habe, die Facebook-Gruppen, ich fühle mich nie alleingelassen. Es ist eine große Community, wo man auf die Expertise der anderen zugreifen kann. Und es ist auch ein Mehrwert für meine Brautpaare, weil alles, was ich nicht aus dem Ärmel schütteln kann, das kann ich halt nachfragen. Und das ist halt natürlich ein mega Vorteil. Also viel, viel strukturierter als vorher. Ich weiß, wo ich hin will. Ich kenne auch die Prioritäten, wie zum Beispiel erst Website erstellen, da den Fokus drauf setzen. Ich bekomme Feedback von Experten. Also ich weiß, kann mich irgendwo messen, bin ich gerade auf einem guten Weg oder eben auch nicht. Tatsächlich jedem, der eben mit dem Gedanken spielt oder bereits dabei ist, aber sich noch nicht wirklich über sein Ziel oder seine Zielgruppe oder auch sein Auftreten bewusst ist.